Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einer kleinen Ankündigung, ein Update. Und zwar zu TBT im Glück. Da fragt ihr uns ja ständig, was damit ist. Und wir haben es immer noch nicht angefangen. Tut uns echt leid. Die Jungs hier gehen mal ein bisschen drauf ein, erklären, was so gerade die Situation ist, was gerade abgeht und wann wir das starten werden und so weiter. Also Leute, es tut mir leid, dass es so lange dauert. Es tut mir echt leid, dass es so lange dauert. Wir haben leider kleine interne Probleme noch. Wir müssen auch noch andere Sachen planen. Und da fällt leider TBT im Glück ganz nach hinten. Und deswegen haben wir es überhaupt noch nicht geplant und noch nicht angefangen zu starten. Ich hoffe, demnächst wird irgendwas passieren, dass wir auch dieses Thema TBT im Glück auch nach vorne schieben können. Aber derzeit sieht es ein bisschen schlechter aus, weil wir andere Sachen noch machen müssen. Tati möchte sich auch gerne entschuldigen. Das Projekt ist echt cool, ja, TBT im Glück. Ich würde es echt gerne starten. Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Ja. Wie John schon gesagt hat, wir haben ein paar Sachen, die wir erst regeln müssen. Wir müssen uns auch ein paar Sachen überlegen, wie wir starten, mit was wir starten und. Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Wir wollen es auch wirklich perfekt umsetzen. Ja? Wir wollen es gut umsetzen, damit ihr auch was davon habt. Und deswegen verzögert sich das leider ein bisschen. Und wir versuchen echt alles, dass wir das ein bisschen vorantreiben, dieses Projekt. Und ich denke, dass wir das auf jeden Fall in nächster Zeit auf jeden Fall hinbekommen werden. Ja. Sorry für uns. Bader will vielleicht auch noch was sagen. Also die internen Probleme, sagen wir es ganz offen und ehrlich, es ging um mich. Es gab ein paar Probleme intern und so. Zurzeit bin ich suspendiert. Also für eine gewisse Zeit. Nein, ist jetzt auch, wenn wir lachen. Also es gab echt ein paar Probleme und jetzt... Wir schauen, wie es so weitergehen soll. Wir haben jetzt höhere Ziele. Wir wollen jetzt alles auf jeden Fall verbessern und deswegen schauen wir jetzt. Ja. Wie ihr gehört habt, wir arbeiten dran. Also wir hatten noch einen Projektleiter, der für das Projekt zuständig war. Der wird jetzt gekickt. Sorry, tschüss, weg mit dir. Du warst nutzlos. Es war der Alex, der Praktikant Garfield. Und hoffentlich finden wir einen neuen Projektleiter, der das starten wird, möglicherweise Barisch, damit er es wieder gut machen kann und zurück ins Team darf. Wir werden sehen. Ansonsten bleibt dran, hoffentlich wird es bald gestartet und vergesst nicht Yu-Gi-Oh! Serious Business.
Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schon alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet es nicht.